Also, fertig. He? Jetzt laufen wir hier über die Brücke über, obwohl es hier steht, Fußgänger verboten. Aber eben, du darfst natürlich drüber als Brückenbauer zwischen da auf dieser Seite Valenz und auf der anderen Seite eben Pfäfers. Das ist eigentlich deine Brücke, oder? Ja, ja, da höre ich etwa die, aber gerade so. Ohne grosse Unterstützung mit Kollegen, Politik oder Wirtschaft geht das nicht. Und so war es auch hier gewesen. Am richtigen Moment, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten. Und dann ist so etwas möglich. Und klar, bin ich ein Haufen Jahre habe ich für das gekämpft und für den angesehen. Aber jetzt, das, auf das Verbot angesprochen, grundsätzlich ist jetzt gesperrt. Und auch selbst ich, wo ich ein gutes Einvernehmen hatte mit der Bauleitung, ich tue mich immer anmelden, wenn ich komme. Die wissen jetzt, dass da etwas ist auf der Brücke. Da ist es noch Werkverkehr, die sind am Arbeiten hier bis zur nächsten Woche. Aber eben, du warst lange dran, also 30 Jahre kann man locker sagen. Ja. Ich bin ja hier aufgewachsen, hier zu Gesauren vorne. Und zweimal im Sommer hat es die Pfäfers so festlich gegeben. Und dann sind wir hier oben, in die Taminenschlucht auf der anderen Seite wieder raufgelaufen. Und am Abend haben wir Mühe gehabt zum Heilaufen. Hoi, hoi. Dann also, ich mir also was bist gewünscht, du einmal? Hier oben, die 250 Meter. Dann habe ich immer gedacht, wenn es hier nur eine Brücke gibt. Ja. Und das war ja so ein Kindheitstraum, wenn ich am Abend so müde raufgekommen bin. Und ja, so ist es dann gekommen. Und die Geschichte ist eigentlich richtig losgegangen, als Bad Ragaz in den 80er Jahren das erste Mal von der Umfahrung Rosenberg geredet hat. Jetzt, Klammern, haben sie auch wieder davon geredet. Das war das erste Mal. Und dann haben wir vom Taminental ein kleines Bürgerforum gegründet. Wir wollten wissen, was passiert im Taminental, wenn Bad Ragaz umfahren will, uns abhängen oder was passiert. Und so ist es dann eigentlich losgegangen. Das Rosenbergl ist dann nicht gekommen. Es sind mittlerweile eben 25 bis 30 Jahre verstrichen. Aber der Wunsch nach einer Brücke oder nach einer besseren Verbindung von Bad Ragaz auf Valenz, und das ist ja der Ursprung. Die Strasse von Bad Ragaz auf Valenz ist in einem Rutschgebiet drin, ist gefährlich, das ist erwiesen, das ist berechnet, das sind ETH-Studien vorhanden, die ist in einem gefährlichen Gebiet. Wir haben 500 Personen, die auf dieser Talseite leben. Einheimische. Jetzt müssen wir genau schauen. Jetzt muss ich mal genau drauf. Also auf welcher Talseite leben wir 500? Auf der, auf der linken auf Talseite. Auf der bist du aufgewachsen, ja, gell? Auf der bin ich wo aufgewachsen. Wo sieht man denn das, wo du aufgewachsen bist? Valenz, man sieht schon ein bisschen weiter hinten, gerade am Neckenummer. Also ist richtig versöhnt? Gerade richtig vor Valenz bin ich aufgewachsen, hier in Gesauren. 200 Meter von hier weg bin ich aufgewachsen. Aha. Ja, ja. Und das war dann eigentlich der Ursprung, dass wir gesagt haben, wir wollen dranbleiben. Und die Strasse, die Einwohner, die hier täglich fahren, auf einer gefährlichen Strasse, auch nicht vergessen, die Klinik, die seit 1970 hier gebaut worden ist, in Betrieb ist, da sind 450 Angestellte, die auch eine sichere Verbindung haben wollen. Dann hat es noch Behinderte. Auch, und für das alles ist es wichtig, dass es so ein Tal, dass so eine Region eben sicherer geschlossen ist. Und das war der Grund, warum man diese Brücke gebaut hat. Der Kettpoli fährt noch, dann lassen wir vorbeifahren hier. Gut. Wir sehen also, gell, die Tragfähigkeit von der Brücke ist erwiesen. Also uns zwei jetzt müssen aushalten. Ja, ich glaube, für uns hilft es aus. Nein, es ist auch so, dass man heute nach den statischen Berechnungen die Brücke sollte ja mehr als 20 Jahre haben, 50 bis 100 Jahre, sagt man. Und man muss ja auch, man sieht die Entwicklung nicht genau, wohin sie geht. Wenn man nur denkt, wo man noch 15 Tonner, 17 Tonner, 14 Tonner und heute tritt man schon von mehr. Also da ist eine Reserve eingerechnet. Und auf der Seite hat es noch die Netz hier, oder? Die Netz, ja. Ja. Das ist Sicherheit. Wir wissen, wir haben hier gerade gegenüber die Pfäfers haben wir auch eine Klinik. Das ist die Psychiatrie Süd, Sektor Süd. Die Psychiatrische Klinik St. Firminsberg. Und das ist natürlich mit allem Verständnis, halt, dass es leider so viel gibt, Suizid. Und dem wollen wir eine Rechnung tragen, indem man jetzt die Netze aufgebaut hat. Ohne dass man die Brücke eigentlich, man sieht die Brücke noch, man ist auch weg von den Netzen untereinander zu fahren, sondern man hat jetzt die auf die Brüstung montiert.
30 Jahre, habe ich gesagt, bist du dran gewesen. Also der Spatenstich war am 28. März 2013. Da ist der Nock eben da durchgelaufen. Ist noch ein bisschen länger gelaufen als die Brücke, also 700 Meter. Hat eine Karette noch abgeschmiert, hat dann nachher seine Frau und Kind empfangen und so weiter. Noch ein bisschen ein Schreckensmoment gewesen dort, unter die Karette. Ja, es ist schon, also am Morgen, als wir zusammengekommen sind mit dem, habe ich gedacht, der läuft heute nicht, weil es hat so geföhnt. Ja. Ich denke, der geht. Dann habe ich gesagt, ja, schau ich mal. Und 700 Meter ist, weil er ist etwa 50 Meter über der Brücke gelaufen und das sind natürlich die längere Distanz gewesen. Es waren knapp 700 Meter gewesen. Und wo er dann, er ist dann mal abgesessen vom Seil und plötzlich haben wir gesehen, die Karete ist richtig da runter. Da haben wir gedacht, oh meine Güte, oder? Wenn nur der Nock oben blieb. Er ist oben geblieben, ist wieder aufgestanden und ist allerdings, er hat schon einige Zeit gebraucht, dann hat dann aber das Seil überquert und ist fürs Wohl behalten angekommen. 250 Meter ist dann die Geräte nachgekommen. Ja, fast 200 Meter. Oder? Und du bist jetzt, wir können es ja nicht, vielleicht nicht zeigen, aber von weit weg. Du bist dann einmal wirklich immer, also von dieser Talseite da oben runter, bist dann da durch das Tal oben durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob man jetzt das noch mal gesehen da aber keine Ahnung. Und dann bist du halt hinten wieder runter, oder was denn? Das ist genau richtig, hinter dem Feldchen, wo man da sieht, ist der Weg rauf. Das ist ein steiler Weg, wir müssen ganz runter über die Mine. Ich weiss nicht, wo wir Ritter sind am Sonntag oben, haben wir die Brücke nicht mehr gefunden, dann haben wir das Wasser durch. Und das war dann ziemlich happy gewesen. Und das war eben der Gedanke gewesen, eigentlich, wo wir nicht mehr losgelassen hat. Es wäre halt schön, wenn wir da eben über können, gerade über, wenn es dann die Fester gegangen ist. Jetzt sind wir am Anfang, können wir mal weiterlaufen von dieser 420 Meter. 425 Meter lang ist genau. Ja, ja. Und wo wir jetzt hier sind, haben sie unten einen Bögen gespannt. Gell? Das war noch, ja, noch ein Gefetterlet. Ich dachte, hey, einmal, gell? Das sind freie Bögen, haben sie gespannt, mit Seil immer nachzogen. Haben das sie damit sie sich dann treffen müssen? Das war eine ganz spezielle Bauart, dass man alles an einem Pylon aufgehängt hat. Was ist ein Pylon? Ein Pylon ist eigentlich ein Gerüst, ein hohes Gerüst, wo man die Seil von der einen Seite in den Grund, auf die beiden Talseiten, rein wie Festungen verankert hat. Und auf der anderen Seite hat man den Beton. Jede Woche hat man das Element betoniert von 4,90 Meter, ich kann sagen 5 Meter, hat man jede Woche betoniert. Und das hat man dann an diesen Seil wieder festgemacht. Und je weiter raus man kam, desto schwerer und je grösser der Bogen kam, desto höher war der Pylon. Und der grosse Pylon auf der Pfäferser Seite war fast 110 Meter hoch. Und der auf der Falinzer Seite, weil hier die Brücke schon etwas höher steigt hier an, war um die 75 Meter. Und da ist das ganze Gewicht am Schluss. Das war der Bogenschluss. Der war auch bezeichnenderweise genau 2 Jahre später, am 28. März 2015, hat man den Bogen geschlossen. Wunderbarer Tag. Und da war es imposant, wenn man sieht, die ganzen Gewichter hängen an diesen Seilern. Und das ist schon eine Bauart, die ganz speziell war. Und gell, du als Schreiner mit genauer Arbeit bist du ja gewohnt. Also, da hätte fast auf einen Millimeter müssen stimmen. Hätte es das eine oder das andere gesenkt, wäre es schlecht ausgesehen. Ja, das ist ja so. Man hat ja auch Thermik, Sonne, Kalt, das hat alles auch mitgemacht. Und jedes Mal, bevor man betoniert hat, konnte man die Brücke ganz leicht können anheben und dann konnte man das können ausgleichen. Am Montagmorgen hat man immer die neuen Daten vom Ingenieurbüro aus Stuttgart sind übermittelt worden und konnte man genau können schalen. Also die Gefahr, dass die Brücke nicht zusammenkommt, ist jetzt hier ganz klein gewesen. Also mit der hat man eigentlich nicht mehr rechnen. Und das ist auch so gesehen, im Millimeter, Zentimeter Bereich gesehen. Ich muss mal ein bisschen vorauslaufen da. Wo sind wir jetzt etwa? Bei etwa 150 Meter? Ja, jetzt sind wir etwa 150 Meter. Oder? Das heisst, etwa 50 Meter wären wir etwa in der Hälfte, ja? Ja, von 50 Meter wären wir in der Hälfte auf dem Bogen. Und das kann man auch sagen, der Bogen, das hat sich so ergeben. Der Kanton hat im Wettbewerb festgelegt, wo die Brücke eigentlich am besten zu platzieren ist, vom Baugrund und allem. Und so hat es sich ergeben, dass wir jetzt eigentlich auf der grössten Bogenbrücke in der Schweiz stehen. Aha. Und so eine Bogenbrücke, das wird bemessen. Der Bogen selber hat eine Spannweite ohne Stützen, ohne Pfeiler von 260 Meter. Oh, jetzt müssen wir es kehren, wir hören den Wind. He? Das sind zünftige Wind. Also, jetzt sind wir noch, wenn wir so wollen. Gut, es ist eine verbindende Brücke, aber im Moment sind wir noch auf dem Falenzerboden. Jetzt sind wir noch auf der Falenzerseite, ja, das ist so. Ja. Überleisten dir das aber. Bist du mal durchgefahren jetzt mit dem Auto? Ja, ich bin schon durch. Und dann überleisten, was ist noch Pfäfers, was ist Falenz? Am 8. Dezember, Maria, im Empfängnis, bin ich das erste Mal drüber gefahren. Schöner Morgen gewesen. Da haben wir mit der Bauleitung so abgesprochen gehabt, wo ich auch der Gemeinderat drüber habe. Ja, eben die 260 Meter, das ist schon speziell.
Es ist mit Abstand die grösste Bogenbrücke in der Schweiz, aber auch eine der grössten in Europa. Da hat sich so ergeben. Und das wegen dem Valenzer, aus der Valenzer-Seite. Das hat ja Valenz, außenpolitische Gemeinde Pfäfers gehört und ich die mal präsidieren durfte. So noch lange, gell? Sehe ich das, ja, 14 Jahre. Sehe ich das nicht so eng, aber ich war ein paar Jahre vorher schon im Gemeinderat. Und das meinen wir natürlich auch, dass die Brücke, die Brücken verbinden, also das auch ein bisschen helfen, dass die Talschaften nicht nur distanzmäßig ein bisschen näher zusammenkommen, sondern dass es auch mental in der Zusammenarbeit mit den Schulen, dass man da ein bisschen, ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen noch positiver zusammenarbeiten als in den letzten 50 Jahren. Es ist schön gebaut für Ruck, aber wir müssen sagen, keinesfalls viel, wenn wir so den Lastwagen sehen, oder? Der ist jetzt 2,50 wahrscheinlich. Also es ist gerade optimiert, das anpassbar. Ja, es ist optimiert. Also auch die ganze Brückenbreite ist ja wirklich so angelegt, dass man eine Spatzung hat. Es ist 9,5 Meter breit. Oder? Und da kann man auch zu Fuß darüber rüberlaufen. Das hat kein Problem sein. Man hat auch eine rauche Belag, weil die Brücke hat auch ein paar Prozent Gefühl, dass man einen rauchen Belag hat, einen speziellen Belag drauf, sodass man auch von dort her in den Fuß gehen, dass wir auf einer sicheren Brücke sind. Und gell, das schlägt doch kein Geiss weg. Es geht ja nicht nur um den Unterhalt der Strasse von Lenz rauf, sondern es geht ja um die Engpässe, die dort sind. Also, wenn eine Klinik da oben ist, dann muss man auch etwas machen, oder? Das ist so. Es gibt auch Leute, und die haben sich zum Teil geoutet, eigentlich auch erst jetzt in die Brücke ist. Letztens ist eine Frau, ein Kanton Schaffhausen, die schon seit 30 Jahren raufkommt, die hier eine Wohnung hat, die mir gesagt hat, Jesus, jetzt darf ich es endlich sagen, jetzt fahre ich den auch direkt auf den Valenz. Sie sind nur einmal die Strecke von Bad Ragaz, die Valenzerstrasse gefahren, und nur sehen sie immer hinten um, über die Pfäfers einen riesen Aufwand, aber sie haben es niemandem getraut, zu sagen. Und jetzt, weißt du, ich denke mir, jetzt kannst du von der Pfäfers-Seite herfahren, aber dort muss ja auch noch etwas gehen. Nach Bad Ragaz die erste Linkskurve, also das Tunnel, da muss etwas gehen. Das ist das Tunnel Bad Ragaz. Das ist, weil ja das eine Kantonstrasse ist, dort hat der Kanton jetzt natürlich auch wollen, abwarten und schauen, wie die Entwicklung in Bad Ragaz ist, wie die Abstimmung rauskommt, Müller rein, ja oder nein. Mittlerweile wissen wir das. Sicher kann man sagen, dass es so nicht genügend ist, und das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert. Seit dem 1. Dezember 2010, das ist der Entscheid gefallen im Kantonsrat, dass die Brücke kommt. Hat man eigentlich gewusst, die Brücke kommt, und sind es dann fast 8 Jahre, man hat es nicht fertig gebracht, eine Lösung anzubringen. Das ärgert mich ein bisschen, aber ich weiss es halt, die Politik malen manchmal langsam. Das ist ein bisschen ärgerlich, und das ist auch enttäuschend für viele Leute, jetzt, die sagen, jetzt haben wir so eine schöne Brücke, wir alles geregelt, und die Engpass hast du noch nicht weg. Der Kanton weiss das, auch die Gemeinde Bad Ragaz weiss das, sie haben gewisse Szenarien und Pläne, die sie vorbereitet haben. Sie werden das auch demnächst einmal kommunizieren. Es liegt jetzt nicht an mir, zu sagen, was denn da passiert. Gut, das bist ja Pensionist, und also von der, da muss ich jetzt warten, muss man genau hören. Jawohl. Und als Pensionist hättest du jetzt ja Zeit und würdest dir auch nichts verschenken, wenn du es dann noch ein bisschen opponieren würdest. Also, ich bin vorher auf Valenz gefahren und habe gedacht, dass diese Straße für eine Klinik zufahren, nicht zumutbar, und habe dann gedacht, ist es auf der Pfäferser Seite. Und habe gedacht, dort muss aber auch einiges gehen. Jetzt gerade wenn man so eine Brücke hat, also, meinst du, man kann da noch mal einen Putsch geben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Auch der jetzige Gemeinderat bleibt sicher dran. Und es muss eine Verwässerung geben. Auf der Pfäfferser Seite hat es noch ein paar Engstellen, die müssen eliminiert werden. Kommt ja dazu her, dass wir jetzt auch mit dem Postauto eine erfreuliche Entwicklung hin, also das Taminental, die Dörfer Pfäfers, Valenz, Fettis, werden jetzt mit einem Kurs, Rundkurs eigentlich erschlossen. Also man hat die direkte Verbindung, die man bis jetzt nicht hatte, von Bad Ragaz, Valenz bis nach Fettis. Bis jetzt hat man sie getrennt gehabt, aber jetzt haben wir die Verbindungen total, und das ist ein riesiger Vorteil auch für die Gemeinde Pfäfers, für die Dörfer. Und das heisst natürlich aber auch, dass mit dem Postautoverkehr, dass wir da sichere und auch breit genug Strassen haben müssen. Und da ist, wie du das auch angetönt hast, das ist auch im unteren Bereich von der Pfäferser Strasse, ist dort noch einiges zu machen. Als Surfer würde ich sagen, Beaufort 4 bis 5 sind dort oben, gell? Aber wir laufen gleich mal weiter, wenn die Verständlichkeit vielleicht nicht gerade so gut ist, ich weiss es nicht. Wir sind jetzt einmal wahrscheinlich fast sicher über die Mitte durch, oder? Ja, jetzt sind wir über der Mitte. Jetzt sind wir auf dem Pfäferser Bogen. Ja.
dem Fall, jetzt sind wir auf dem Pfäferser Bogen, oder? Ja, für mich gibt es keinen Unterschied. Für mich komm jetzt, ist, da hört man für mich ist alles der Wienertal. Ich bin jetzt, seit 1981 bin ich auf Pfäfers an der Gemeinderat, in der Gemeinderatssitzung am Schluss als Präsident. Bin das immer gefahren. Wir sind beide gleich noch, sind die Gegebenheiten in den Dörfern dürfen bleiben. Aber zusammenarbeiten, so, da sind wir gefordert. Wir müssen zusammenarbeiten mit Schulen, mit anderen Dingen, auch die beiden Kliniken. Das gibt dem auch Schub, also auch die können enger zusammenarbeiten. Das ist Optimierung. Eigentlich die Brücke kann die Gemeinde optimieren, kann auch helfen, gewisse Kosten zu sparen. Man sieht, Raul, du meinst das ernst. Hast du nicht so gedacht, ich wäre jetzt 14 Jahre Gemeindepräsident von Pfäfers. 14 Jahre bist du unten rumgefurzt oder oben rumgefurzt, hast du müssen pressieren. Also, und jetzt hast du eigentlich nichts davon gehabt von dieser Brücke. Nein, das ist ja so. Ich habe sie eigentlich nicht mehr können, benutzen. Nicht mal einmal habe ich die Fahrt noch gemacht. Nein, das ist schon so. Das habe ich auch gewusst. Mir ist es nicht um das gegangen. Für mich ist auch klar, darf auch noch sagen, es hat ein paar Kritiker von dieser Brücke. Heute noch sollte ich sagen, ja, die Strasse langen wir auf einer ganzen Weiche. Gut genug gefahren. Aber diese Brücke ist ein Projekt für die nächsten Generationen. Wir wissen nicht, was mit dem Rutschgebiet von der Gatz passiert. Man sieht es in der Strasse, in Zalti Bad Pfäfers. Da ist alles in Bewegung, die Hand kommt. Und da wäre ich auch nicht überrascht, wenn kurzfristig etwas passiert. Das kann ja Jahre gehen. Aber, und das ist ja das Positive, die nächsten Generationen haben eine sichere Verbindung, und zwar von allen Talzeiten, von Valenz, von Pfäfers auf Bad Ragaz. Und ich würde sagen, obwohl es nicht angeht, also zeitgemäß. Also, da hat wirklich einfach müssen sein. Die Zeiten ändern sich auch. Und wir haben zwei wirklich kantonale Überkantone, renommierte Kliniken hier oben mit super Angebot. Und der Standort wäre ja gefährdet gewesen, oder? Ja. Also, das ist ganz klar. Also, es ist nicht ohne und es ist nicht wegdiskutieren, dass eine Klinik Valenz, die jetzt noch sich vergrößert hat mit Standort Walzenhausen, mit Standort Wallenstadt-Berg, jetzt kommt Triemli Zürich dazu. Grosses Projekt, das ist, gibt schlussendlich eine Belegschaft von über 1'000 Mitarbeitern. Das ist der Standort dann schon entscheidend, hat man eine sichere Zufahrt, ja oder nein. Und das hat man dann eigentlich auch gesehen in der Abstimmung, dass eigentlich der grosse Rot, der Kantonsrat, mit grosser Mehrheit dem Projekt zugestimmt hat. Muss ich da gerade ein bisschen Pause machen, eine Kunstpause, weil der Lastwagen, der Werkverkehr wieder durchrennt. Genau. Apropos Kantonsrat. Im Kantonsrat hört man sich manchmal auch nicht gut oder will sich nicht gut hören. Fast vergleichbar mit dem Klach, den der Käppoli macht. Oder? Ja. Aber dort bist du durchgedrungen. Man hat dich gehört. Ja, es ist... Das war eigentlich das Freuliche, was ich gesagt habe, zum richtigen Ort mit den richtigen Leuten. Ich glaube, es ist uns gelungen und es ist mir gelungen und auch der ganze Länderkantonsrat, praktisch die grosse Mehrheit, ist geschlossen, dahinter gestanden. Und das Resultat von 120 Kantonsräten, 96 haben Ja gestimmt, 3 Nein und 8 Enthaltungen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Resultat. Das zeigt auch, dass man durchaus eine Chance hat. Es ist nicht so, dass man immer sagt, der Kanton investiert in den Randregionen oder in den Bergregionen nicht. Das ist ein Zeichen, das er auch hier gesetzt hat und gesagt hat, jawohl, auch in einer solchen Region kann man etwas investieren. Am 22. Juni oder, ist es dann fertig mit dem Werkverkehr. Dann wird die Brücke dem Verkehr übergeben. Ja. Aber vorher gibt es ja noch ein Brückenfest, gell? Jawohl, ja. In 10 Tagen, am 9., Freitag 9., Samstag 10. Und am Sonntag, am 11. ist das Taminenthaler Brückenfest. Und da wird auf der ganzen Brückstunde Zelt, zum Beispiel Zelt oder Stände, Marktstände, ist Betrieb. Und wir freuen uns riesig drauf. Wir hoffen jetzt noch, dass wir noch ein bisschen gutes Wetter haben. Also es gibt ein riesen Fest mit einem super Programm. Es gibt für Jung und für Alt. Jeder kommt auf die Rechnung. Es gibt genug zu essen und genug zu trinken. Wir haben einen super OK, der hier mitgezogen hat und mitgeschafft hat, sodass wir uns jetzt richtig freuen auf einen Abschluss. In dem Sinne übergibt uns der Kanton von einer Woche, am nächsten Dienstag, am 6. Juni, übergibt er uns die Brücke, dann können wir anfangen einrichten und haben das Brückenfest. Mit dem Abschluss des Brückenfest, das darf ich auch sagen, ich als alter Militärtrompeter oder Spielführer freue mich natürlich ganz
speziell, dass am Sonntag ein Kreismusiktag auf dieser Brücke, die Marschmusikkonkurrenz, stattfindet. Und das ist sicher etwas ganz Spezielles. Da freuen sich die 14, 15 Musikvereine aus der Region Sergant sehr, dass sie den Kreismusiktag hier durchführen dürfen auf dieser Brücke. Das wird am Sonntagnachmittag sein. Und mit dem Rangverlesen, da erwarten wir auch recht viele Zuschauer. Da stehen wir jetzt, gell? Das ist eigentlich dann wahrscheinlich, da sind wir fest am Boden wieder. Ja, ja. Ja, hier, wo die Dilatationsfuge ist mit der Schwelle, wo sie auch dehnen kann, auch Beton tut sich ja ausweiten oder ziehen sie je nach Temperatur. Das sind die 425 Meter von hier bis auf die andere Seite mit dem Bogen dran. Das ist genau der Punkt. Du musst jetzt genau bleiben, so fertig. Das können wir gerne nicht mehr. Ich muss mal um die Ume und muss jetzt mal ein bisschen auf dieser Seite noch. Wir wären hier jetzt also am Schluss von der Brücke. Wir sind, ups, jetzt muss ich bei mir natürlich zünftig winden. Wir sind am Schluss von einer Bauphase. Wie ist das denn? Heule, heule, wie das tut. Ja, nur gut, also, da müsst ihr jetzt so den lieben Leuten. Aber das ist ja, das ist bekannt, der exponierte ist Punkt. Hier luftet es immer. Hier, ich habe ja auch einige Führungen gemacht, hier hat es immer geluftet. Ja, ich will fragen, wenn wir am Schluss vom Bauprojekt sind, ja. Ist das mit den Millionen? Ja, also am 1. Dezember 2010 hat der Kantonsrat 56 Millionen berechnet. Genau. Und es ist erfreulich zum sagen, und das stellt auch dem Kanton, der Bauleitung, der Bauführer ein gutes Zeugnis aus, dürfen sagen, es wird keine Kostenüberschreitung geben. Und das ist nicht selbstverständlich, weil die Berechnungen liegen jetzt mittlerweile gewisser 10 Jahre zurück. Das ist nicht einfach. Kompliment an die, die das geleitet haben und das im Griff hatten. Das ist super. Kommen wir, jetzt laufen wir einmal rundherum und dann schauen wir mal noch da in das Doblen, wo du dich gewöhnt bist, zum Unten durchlaufen. Ja, ich weiss nicht, ob wir uns noch hören, das wintert jetzt halt, aber das gehört jetzt halt dazu. He? Das heisst, das hier, wo wir jetzt durchlaufen, das ist dann nachher dein Weg wieder hoch. Da bist du dann wieder, ja, da bist dann irgendwie wieder hoch. Da. Ja, da hinten dran geht das Wanderweg rauf, da ist man dann hochgekommen, je fester, und dann ist man wieder runter. Es hat verschiedene Wege, manchmal ist man einfach gerade runter, dann hat man einen Filzblock runter. Und so, das war der Weg gewesen. Und heute schaue ich über. Jetzt sieht man eigentlich auch noch mein Elternhaus dort hinten. Dort hinten, das Doppelgiebel dann mit dem Stall vorne dran. Das war mein Elternhaus gewesen. Und das war der Weg gewesen, am Sonntagnachmittag in die Feste. Auch am Musikfeste, weil ich ja Musikant war mit Leib und Seele. Und das war natürlich immer das Highlight gewesen. Und dann sind wir in die Feste auf Fevers. Jetzt musst du jetzt wieder ein bisschen trüllen. Ein bisschen so, hier oben geht es am besten. Gell, die Musikanten, die sind hier schon mal marschiert, gell, auf dieser Brücke. Die haben schon geübt. Ja. Yeah. Ich musste einen Testlauf machen, wir müssen schauen wegen der Strecke. Und dann haben wir dann so gemacht, dass die einheimischen beiden Musikvereine, dass die ein kleines Privileg haben. Aber die starten ja nicht als Konkurrent. Aber die haben mal einen Testlauf machen und dann können schauen, wie es aufgeht mit der Zeit oder mit der Strecke. Wir haben dann etwa die Meter, dass sie genug Meter haben zur Verfügung zum Marschieren für Marschmusik. Zwei Fragen. Du bist ein Brückenbauer, ist jetzt eine Betonbrücke. Das ist sicher irgendwann mal an die Schreiner in Holz denkt. Ja, das, ja, ich bin schon Schreiner und so. Aber irgendwo bei allem Respekt müssen wir einfach Dimensionen sehen. Ich werde es vor viel gefragt, gell, hättest du lieber eine Holzbrücke gehabt? Klar, wenn das möglich wäre, dann hätte es schön viel Holz gebraucht. Aber das ist jetzt einfach nicht mehr möglich mit dieser Grössenordnung. Da müssen wir auch wieder anerkennen. Aber es gibt so viele gute andere Möglichkeiten, wo man Holz verwenden kann. Und man soll es wirklich dort verwenden. Das wäre schön, wenn der Kanton auch dort schauen würde, dass man dort, wo man es kann, dass man es dort verwendet. Und eine Brücke verbindet jetzt das, wo schon Verbindungen gewesen sind und der Kanton hat es ja auch dazu gegeben. Also das heisst mit Antwort, als Kanton hast du schon ein bisschen den verbindenden Charakter eingebracht, oder? Ja, das meine ich, glaube ich, schon. Ich sage es natürlich auch bei jeder Gelegenheit. Wenn man auch immer sagt, Fevers, ja, die Gemeinde hat kein Geld und so. Die Gemeinde Fevers hat nicht so viel Geld. Aber der Kanton hat von der Fevers auch, von der Gemeinde Fevers auch einiges profitiert. 1838 ist das Kloster geschlossen worden, hat sich selbst aufgelöst. Wohin sind alle Gelder, wohin sind alle Güter? Die sind alle zum Kanton. Die Therme, das warme 36,5 Grad warme Thermalwasser in der Taminenschlucht tief unten, das ist die Therme, verwaltet der Kanton, die gehört dem Kanton.
auch die Einnahmen, die Verwartung, alles. Also auch Bad Ragaz profitiert das Pfäferser Wasser. Und so, glaube ich, ist es auch recht, wenn jetzt der Kanton, in dem Sinne auch der Gemeinde Pfäfers, wieder etwas hat können retour geben. Du bist rundum zufrieden. Einen Wunsch hätten wir da und ich, einfach die Zufahrt Ragaz. Ja, das ist so. Das kauft länger so nicht gehen. Es muss eine bessere Lösung geben. Es hat vor 5-6 Jahren gute Lösungen auf dem Tisch gehabt. Man hat zu denen Nein gesagt. Vielleicht kommt das wieder auf den Tisch. Müssen wir jetzt schauen. Ich habe mich in den Abstimmungskampf Bad Ragaz bewusst nicht reingelassen, nicht reingemischt. Und so auch die Minnetaler Bürger. Und das habe ich eigentlich sehr schön gefunden, dass sie sich nicht geäußert haben, wie Ragaz muss abstimmen. Aber die Erwartungen, darf ich schon sagen, die Erwartungen auch vom Taminental sind schon vorhanden, dass man eine gute Erschliessung überkommt und dass man uns nicht ganz vergisst und abhängt.